Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Heute am 15.12.2021 wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim. Heute möchte ich euch einen Posten Briefe und Karten mit Berlin-Magen vorstellen. Es sind auch ein paar FDCs dabei, die ich neulich bei eBay für 26,50 also 26,50 Euro einschließlich Botto ersteigert habe. Ist ein schöner dicker Backen. Ich denke aber, das ist von der Portion her ganz gut für einen kleinen Schatzsuchefilm. Wie immer werde ich alles aufschreiben und aufaddieren und dann schauen wir mal, ob sich der Einkauf mehr oder weniger rentiert hat. Aber bevor ich jetzt damit beginne, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, dazu den Abonnieren-Button anklicken. Und wenn ihr immer noch die Klingeling mit anklickt, bekommt ihr auch meine neuesten Filme mit. Aber nun will ich in Medias Res gehen. Ja, bevor ich loslege, Kataloggrundlagen ist hier der Michel Spezial. Ich habe hier einen von 2017 und dann habe ich noch den Michel Briefe-Katalog, der ist von 2016-17. Und das dürfte in etwa ausreichen, so als Background, um den aktuellen Handelswert so in etwa herauszubekommen. Das sind ja hier alles immer nur Preise, die der Realität nicht entsprechen. In Wirklichkeit wird ja immer nur ein Bruchteil von den Katalogpreisen gezahlt. Ja, ich beginne mal mit dieser Karte, mit einer 25-Pfennig-Frankatur. Schöner Sonderstempel, das ist die Nummer 157, Einzelfrankatur. Gruß aus Berlin auf einer Karte vom Jahr 1956, hier mit 6 Euro ausgezeichnet. Schauen wir mal, wo der Handelswert meiner Meinung nach liegt. Als Einzelfangkratur liegt 20 Euro wird notiert. Ich würde mal sagen 4 bis 5 Euro und schreibe einfach mal 4 Euro auf. Und so beginnen wir jetzt schon mal mit 4 Euro. Es folgt die nächste, eine Einzelfangkratur mit dieser 25 Pfennig Freimarke. Ich schaue mal vorsichtshalber nach, was die dann steht als Einzelfangkratur. 10 Euro im Katalog, rechnen wir mal 2 bis 3 Euro, also 2 Euro, dann sind wir bei 6 Euro. Dann hier eine weitere Einzelfangkartur, der 25 Pfennig, da können wir nochmal 2 Euro rechnen, dann sind wir bei 8 Euro. Eine 24 Pfennig Berlin Spatzaufdruck, also eine recht frühe Berlin-Marke auf Brief. Die 24 ist natürlich immer relativ häufig, steht 6 Euro im Katalog. Kann man 1 bis 2 Euro rechnen. Ich halte mich jetzt mal zurück und rechne nur 1 Euro. Nicht, dass ich wieder geschimpft werde, dass ich zu viel rechne. Sind wir bei 9 Euro. Die 6 Pfennig Berlin, glaube ich, die steht ähnlich. Schwarzer Aufdruck. Nein, die ist deutlich höher. Die 6 Pfennig Einzelfangkartur steht auf 18 Euro. Da können wir mal 4 Euro rechnen. Sind wir bei 13 Euro. Es folgt eine 16er. Schwarzaufdruck, wo ich meine Pinzette hin, nachher, da liegt sie glaube ich irgendwo herum. Also die 16er Schwarzaufdruck, ich schaue es auch mal nach, die steht auf 7 Euro im Katalog. Da rechnen wir auch mal einen Euro, also dann sind wir bei 14 Euro. Es folgt eine weitere Schwarzaufdruck, also nochmal 4 Euro, dann sind wir schon bei 18 Euro und nähern uns schon langsam den Einstandspreis. Dann haben wir hier eine 25 Pfennig Luftpost, leider hier ohne, vielleicht etwas wertmindernd. Ich muss mal nachschauen, wo sie im Katalog steht. Die 25 Pfennig, die steht recht hoch, 36 Euro im Katalog. Rechnen wir nochmal 8 Euro, sind wir bei 26 Euro. Dann haben wir hier eine schöne Einzelfangkratur, 25 Pfennig mit diesem Reiter. Zum Tag der Briefmarke, glaube ich, oder irgend sowas. Was ist das? Nein, der brandenburgische Postreiter zugunsten der Philatelie. Schauen wir mal, wo der steht. Der steht auch immerhin bei 35 Euro im Katalog. Wurde zum Tag, wie schon gesagt, zum Tag der Briefmarke herausgegeben. Da rechnen wir dann auch nochmal 7 bis 8 Euro, sagen wir mal 7 Euro. Dann sind wir schon bei 33 Euro, also Wahnsinn, was da schon wieder zusammenkommt. Ja, damit haben wir schon den Einstandspreis überschritten mit 33 Euro. Ich habe ja 26,50 dafür gezahlt. Und hier folgt die Michel 139 auf Einzelfangkratur. Der Brief leider hier ein bisschen mit Bug unten.
steht 15 Euro im Katalog, rechnen wir nochmal 3 Euro, dann sind wir bei 36 Euro. Dann haben wir hier die 7 Pfennig mit Stecherzeichen, glaube ich. Schauen wir mal kurz, weil das ist die bessere. Ja, da steht Leuchtturm, also mit der Beschriftung Leuchtturm darunter, ist kein Stecherzeichen. Steht 9 Euro im Katalog, rechnen wir nochmal 2 Euro. Damit sind wir schon bei 38. Dann folgt die hier. Sogar vom Unterrand, also sehr schöne Marke. Ich denke aus dem Jahr 1954 müsste die sein. Weil da geht es um die Opfer des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944. 15 Euro im Katalog, da können wir nochmal 3 Euro rechnen. Vielleicht sogar einen vierten, weil es immerhin vom Unterrand ist, eine schöne Marke. Dann hier rechnen wir mal einen wieder, schwarzer Aufdruck. 2, 3, 4, 5. 5 Euro, ja, da kann man sogar mal 6 Euro rechnen, weil die müssen wir eigentlich höher als 1 Euro verkaufen, so 1,50. Rechnen wir mal 6 Euro, dann sind wir bei 48 Euro. Dann haben wir hier nochmal die 25 Pfennig, der 157. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo die stand. Ich glaube 20 stand die, ja. Dann haben wir hier 4 Euro. 4 Euro nochmal wert, dann sind wir schon bei 52 Euro. Ja, dann haben wir hier einen wunderschönen R-Brief mit der Schillermarke, 200. Geburtstag von Friedrich von Schiller im Viererblock. Mehrfachfangratur notiert er 13 Euro, aber jetzt ist das auch noch ein wunderschöner Viererblock, den würde ich also höher einstufen. Rechnen wir mal 4 Euro für den Brief, dann sind wir bei 56 Euro. Dann hier wieder 7 bis 8 Euro, sagen wir mal 7 Euro, dann sind wir bei 63 Euro. Ja, die Marke hier steht als Einzelfangratur 9 Euro im Katalog. Und hier nochmal das gleiche, das sind 18 Euro, also 4 Euro Handelswert etwa, dann sind wir bei 67 Euro. Ja, es folgen weitere Briefe, hier 2 Euro, nochmal 1 Euro, nochmal 1 Euro, sind wir bei 4 Euro. Und dann kommt hier wieder die 25 Pfennig, die steht immerhin auf 36 Euro. Also da haben wir 4 plus 8 ist 12, haben wir 79 Euro insgesamt. Hier nochmal 2 Euro. Dann hier eine ohne Aufdruck, noch mehr. Dann dritter Euro, dann hier nochmal 2 Euro, macht 5 Euro. Und hier nochmal die 25 Pfennig. Nochmal 2 Euro, dann sind es 7 Euro, sind wir also insgesamt jetzt schon bei 86 Euro. Also toll. Doch ein schöner Brief für Boston, gefällt mir sehr gut. Ja, dann kommt hier die 8 Pfennig mit der 94. Die steht 12 Euro im Katalog, da können wir auch nochmal 3 Euro, also 2 bis 3 Euro rechnen. Ich rechne jetzt mal 3 Euro, damit wir mehr zusammenbekommen, dann sind wir schon bei 89 Euro. Ja, es geht weiter mit so einer Drucksache, schwarzer Aufdruck. Wie gesagt, die stehen ja 18 Euro im Katalog. Hier noch eine zweite, halt, da haben wir noch, die machen wir dann extra. Also 2 mal 4, dann kommen 8 Euro nochmal dazu, sind wir bei 97. Hier sagen wir mal 2 und hier noch 4. Dann kommen nochmal 6 Euro dazu. Dann sind wir schon bei 103 Euro und haben die 100er Grenze bereits überschritten. Also das ist doch eine ganz tolle Angelegenheit. Dann haben wir hier eine Glockenmarke. Hier Klöppel in der Mitte. Also die letzte Ausgabe der Glockenmarken. Die steht 7,50 im Katalog. Aber ein schöner Brief in die Schweiz immerhin geschickt. Da möchte ich schon 2 Euro rechnen, dann sind wir bei 105. Jetzt kommen ein paar FDCs, da kann man für die zwei hier mal einen Euro rechnen. Und hier nochmal einen dritten Euro für diesen FDC. Und hier für die zwei einen vierten Euro. Und landen nun bei 109 Euro. FDCs sind natürlich meist nicht so gesucht, so echt gelaufene Briefe. Die lieben die Leute natürlich mehr. Ja, wenn wir schon mal bei FDC sind, hier ein FDC vom 7.3.57 steht 8,50 im Katalog. Den haben wir gleich 3-4 mal, also 32 Mitteleuro, rechnen wir mal 4 Euro, dann sind wir bei 113 Euro.
Es folgen weitere FTCs. Sag ich mal 1 Euro für die beiden hier. Dann haben wir hier einen von 1956. Der steht immerhin 16 Euro im Katalog. Dann, ja, rechnen wir mal für die hier 3 Euro. Für die drei Briefe, dann sind wir bei 116 Euro Handelswert. Wie gesagt, diese FTC sind natürlich immer nicht leicht zu verkaufen. Der hier steht ja auch nochmal 16. Rechnen wir mal 2 Euro, dann sind wir bei 118. Dann haben wir hier, ja, der maximal 1 Euro. Schauen wir mal, vielleicht kommt noch was dazu. Hier, der ist interessanter, eine Einzelfrankatur wieder von der 40er. Da muss ich kurz gucken, wo die im Katalog stehen. 40er Einzelfrankatur steht 20 Euro. Dann können wir 4 Euro rechnen und dann noch die 4, ja, und 2 Euro darunter. Das sind 6 Euro, 124 Euro. Ja, dann kommen hier so ein paar einfache FTCs, die sind natürlich nicht viel wert. Die 4 Stück würde ich mal mit 1 Euro taxieren, dann sind wir bei 125 Euro. Und jetzt habe ich noch die Mischfrankaturen für euch und einzelne FTCs. Am Schluss kommt nochmal der schönste Brief. Machen wir mal mit dem hier weiter. Der sieht auch sehr schön aus, wurde in die USA geschickt. Da sind schon ein paar bessere Werte dabei. Ich taxiere ihn jetzt mal grob. Ich würde mal sagen, so 3 Euro für diesen Brief. Dann sind wir bei 128. Dann haben wir hier einen mit Klöppel nach rechts und zwei BAD-Marken mit der Mona Lisa. Ja, wo kann man den Klöppel nach rechts? Mischfrankatur, ich schaue es mal nach, was da der Michel dazu sagt. Ja, 15 Euro. Und dann kommen ja noch diese beiden Marken dazu. Also 4 Euro sollte man da schon rechnen. Dann sind wir bei 132 Euro. Hier einen wunderschönen Brief, denn da ist ein heuß-waagrechtes Bärchen von der 2 Pfennig. Das steht auf Brief. Schon das waagrechte Bärchen bei 40 Euro und jetzt ist hier noch schöner Unterrand. Also eine tolle Sache hier. Und dann hier noch ein bisschen Zusatzfrankatur. Auch mit der 1 Pfennig hier noch. Also da möchte ich schon für diesen Brief, also das ist ein richtiges kleines Highlight. Da würde ich mal 12 bis 15 Euro taxieren, das sind wir mal 13 Euro, das sind wir bei 145 Euro bereits. Dann haben wir hier auch eine interessante Karte mit einem Viererblock, der 1 Pfennig. Da muss ich mal schauen, was die waagrechten Bärchen, waagrecht oder senkrecht, ist hier das gleiche. Jeweils 6 Euro für Brief. Also das ist trotzdem hier ein sehr interessanter Brief, hier gerade auch mit Oberrand. Ich würde ihn 4 bis 5 Euro taxieren. Sagen wir mal 4 Euro, dann sind wir bei 149 Euro, könnte auch mehr bringen. Dann haben wir hier Klöppel nach in der Mitte, dann schöner Nachnamebrief mit allerlei Stempeln. Also auch ein recht interessanter Brief. Jetzt kommen wirklich ein bisschen die schönen Sachen auch. Da würde ich auch 3 bis 4 Euro sagen wir mal 3 Euro, dann sind wir bei 152 Euro. Und dann haben wir hier noch einen wunderschönen Brief nach St. Blasien mit der 50er. Also das ist ja auch nicht so häufig der Höchstwert dieser Serie. Ich schaue mal kurz nach, wo der auf Mischfrankatur steht. Ja, der steht 15 Euro. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Zusatzsachen. Also 4 Euro möchte ich für den Brief schon rechnen. Dann sind wir bei 156. Also sind jetzt richtig schöne Sachen dabei. Auch der hier sieht hier super aus. Der wurde nach Liberec, sollte der gehen, in die Tschechoslowakei. Schöne Stempel, hier allerlei. Ja, da wollte mal jemand 20 Euro dafür. Der wurde anscheinend auch noch zensiert. Schau mal die Rückseite. Ja, das ist ein bisschen eingerissen. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Also 20 Euro würde ich den Brief jetzt nicht einstufen, aber 5 Euro. Ja, 5 Euro, dann sind wir bei 161 Euro. Also eine ganz tolle Sache. Dann haben wir hier die 8er waagrechtes Bärchen auf Brief, das könnte auch was sein. Also da notiert der Katalog 45 Euro für ein waagrechtes Bärchen auf Brief.
Schöner Berlinbrief, da kriegt man auch nochmal 10 Euro, dann sind wir bei 171 Euro bereits. Also ist Wahnsinn, was da wieder zusammenkommt. Dann auch dieser Eilbodenbrief. Sieht sehr schön aus, da möchte ich auch nach Bremerhaven, da möchte ich auch 3 bis 4 Euro rechnen. Rechnen wir mal 3 Euro, dann sind wir bei 174. Dann haben wir hier eine FTC, der stand glaube ich 8,50. Rechnen wir nochmal 2 Euro, sind wir bei 176. Dann auch dieser Brief ist sehr schön, sollte mal 8 Euro kosten. Würde ich vielleicht nicht ganz so hoch einstufen, aber bei 5 Euro könnte man schon eventuell dafür verlangen. Dann sind wir bei 181 Euro. Und dann haben wir hier eine Postkarte vom 1. Mai, FTC 1951. Hier Klöppel nach links, also die erste Ausgabe der Glockenmagen. Ich schaue mal kurz wieder nach. Ja, ein der FTC ist hier 75 Euro wert. Da steht 12 Euro ausgezeichnet. Ich würde ihn sogar ein bisschen höher einstufen. Dann sagen wir mal 15 Euro. Dann sind wir schon bei 196 Euro. Dann das hier ist auch ganz interessant. Da kann man auch nochmal vielleicht 2 bis 3 Euro rechnen. Ich rechne jetzt mal einfach mal nur 2. Dann sind wir bei 198. Auch dieser Brief ist schön. Leider hier die Ecken so bräunlich. Das gefällt mir dann wieder nicht. Rechnen wir 2 Euro. Dann sind wir bei 200. Dann hier ein Zensurbrief. Wo ging der hin? Hier also jedenfalls Zensurstempel. Ja, schwer zu sagen. Immerhin auch eine 50 Pfennig hier dabei. 2 bis 3 Euro sollte man den schon rechnen. Rechnen wir mal 3 Euro. Dann sind wir bei 203 Euro. Dann haben wir hier die 4 Pfennig. Das ist ein Weihnachtsbrief von 1955. Leider kein echt verschickter Brief, dann wäre es ein bisschen mehr wert. Die Vierer gestempelt ist trotzdem ein bisschen was wert, steht auf 20 Euro im Katalog. Da rechnen wir einfach mal nochmal 4 Euro, dann sind wir bei 207 Euro. Dann haben wir hier eine schöne Karte von der Inderbau in Berlin mit, passend dazu mit dem Magensatzbrief zur gleichen Messe. Ja, ich würde da auch mal sagen 2 Euro, dann sind wir bei 209. Dann haben wir hier wieder einen schönen Brief, Mischfrankatur, Altbodenbrief, 2 bis 3 Euro, dürfte der schon bringen. Sagen wir mal 211. Dann die 25er Einzelfrankatur, da rechnen wir auch nochmal 2 Euro, dann sind wir bei 213 Euro. Und jetzt, wie versprochen, der Höhepunkt hier mit dieser Harfe. Das ist natürlich eine der guten Briefe. Schauen wir mal, wo wir da katalogmäßig stehen. Da stehen wir auf Brief 100 Euro im Katalog und dann kommt ja noch die Klöppel nach links, die man dann als Einzelwert noch dazu addieren müsste. Das sind wir bei 125 Michel Euro. Also ist hier ein bisschen fleckig der Brief, aber ich sage jetzt mal einfach nochmal, ja, 25 Euro für diesen Brief. Höhepunkt des Ganzen, dann sind wir bei 238 Euro, Einstandspreis 26,50 Euro, also wieder eine ganz tolle Angelegenheit gewesen. Also das war doch ein wunderschöner Briefeposten mit allerlei Spezialitäten, wie Bärchen, Unterrand, Oberrand und dergleichen. Ganz besonders schön war natürlich der letzte Brief. Alles Berlin, eine schöne Berlin-Sammlung und Berlin und Bund kriegt man momentan recht günstig. Man sollte vielleicht immer dazu langen, wo man eher was günstig kriegt, als dass man immer nur die hochpreisigen Sachen erwirbt. Denn das kann sich ja auch wieder ein bisschen umkehren, dass sowas wieder als Sammelgebiet vermehrt wiederentdeckt wird und auch in Mode kommt. Gerade solche Briefe sind ja jetzt nicht so häufig, da waren sicher einige Briefe, die man so in der Art nicht so häufig sieht. Und dazu ist natürlich zu sagen, dass ja auch jeder Brief in gewissermaßen auch ein Unikat ist. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte liked ihn mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare. Fragen versuche ich wie immer zu beantworten. Und jetzt der ganz wichtige Spruch, der jedes Mal in meinen Film kommt. Und falls ihr noch kein Abo in meinen kein Kanal-Abo habt, dann bitte abonniert noch meinen YouTube-Kanal. Da freue ich mich immer ganz besonders, denn wir wollen doch bald die 5000
Abonnentengrenze demnächst mal knacken. Aktuell sind wir bei gut 4200 Abonnenten. Also es sieht doch schon ganz gut aus. Ja, dann genießt die Adventstage. Jetzt haben wir ja schon bald, kommendes Wochenende kommt schon der vierte Advent. Also Weihnachten steht schon quasi vor der Tür. Ich wünsche euch schöne Tage und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Konz Marathon. Auf Wiedersehen!